Halt an! Aufheier! Jan! Aber Tini, der Hund will doch nur den Ball holen. Rexfuß! Habt ihr euch erschreckt? Ich glaube... Ob du es glaubst oder nicht, ich habe mich erschreckt. Du brauchst keine Angst zu haben. Rex spielt gern mit Kindern. Na, sag ich doch. Aber Rex ist so groß. Tini, ich zeig euch die Hunde, vor denen du keine Angst zu haben brauchst. Och, sind die nicht süß? Die raufen. Komm doch rein. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Ja, und sieh mal, da ist noch ein Hund. Ja, mein Vater züchtet die Hunde. Vati, wir haben Gäste. Guten Tag. Jan und Tini, guten Tag. Na, wieder mal auf Reisen? Da haben wir aber Glück. Sie wollen gerade füttern. So viel Glück gehört dazu gar nicht. Denn Welpen bekommen mehrmals am Tag Futter. Mehrmals? Ja, 3 bis 5 Mal. Futter wird in kleinen Portionen gereicht. Es besteht zu 2 Dritteln aus tierischem Eiweiß. Das finden wir in Futterfleisch, Innereien, Fisch und Milch. Haferflocken, zerkleinertes Getreide, Futterkalkpräparate, splitterfreie, weiche Knochen, ab und zu ein rohes Ei oder geraspeltes Gemüse ergänzen das Futter. Mit zunehmendem Alter der Welpen werden die Portionen größer und weniger häufig verabreicht. Na komm her, es ist Dacha. Er ist 10 Wochen alt. Ich behalte ihn zur Zucht. Ein schöner Hund. Ja. Kann er schon an der Leine laufen? Er lernt es gerade. Mit der Bewegung im Grundstück und auf der Straße beginnt die Gewöhnung an Halsband und Leine. Damit ein Hund stets an der linken Seite des Besitzers brav bei Fuß geht. Der Hund muss angeleint warten lernen. Muss auf Zuruf herankommen und möglichst mit allen Umweltverhältnissen wie Autos, Straßenbahn, Menschen und Tieren vertraut sein. Er muss unterscheiden, was er tun darf und was nicht. Dabei muss man sehr konsequent sein und darf keinesfalls das Verhalten ändern, indem eine Unart das eine Mal gestattet und das andere Mal untersagt wird. Oft genügt schon ein energisches Pfui, wenn ein junger Hund etwas nicht tun darf. Sie wollen spielen und vor allem ihre Zähne betätigen. Das stimmt. Dacha, komm her. Dacha, komm her! Na komm, na los. Unserem Hund, ganz gleich welcher Rasse er angehört, muss unbedingt beigebracht werden, auf Zuruf heranzukommen. Beim Anlernen darf man ihn nicht hart anfassen, auch wenn er nicht sofort kommt. Für den Hund muss das Herankommen ein angenehmes Erlebnis, also mit einem Lob verknüpft sein. Ja. Oft hört man aber, dass man Hunde bestrafen muss. Eine Strafe setzt Einsicht in das Tun, in eine unerlaubte Handlung voraus. Diese Einsicht ist nur dem Menschen eigen. Deshalb setzt jede Erziehung des Hundes Ausgeglichenheit, Geduld, Überlegung und Wissen des Besitzers voraus. Kann man die Ausbildung eines Hundes erlernen? Natürlich. Dazu muss der Besitzer Mitglied einer Sektion Hundesport sein und regelmäßig Abrichtegelände besuchen. Interessiert euch das? Natürlich! Sehr! Dann mache ich euch einen Vorschlag. Wir treffen uns morgen auf dem Abrichteplatz unserer Sektion. Dort könnt ihr zusehen, wie die Sportfreunde mit ihren Tieren arbeiten. Wenn Jan und Tini reisen,
wir dabei entdecken, das könnt ihr mit uns sehen. Ein Hund will täglich laufen, das finden wir enorm. Ob Sonnenschein, ob Regen, und Herrchen bleibt in Form. Da seid ihr ja. Am besten, wir bleiben hier stehen und ich erkläre euch die Arbeit der Sportfreunde. Die Schutzprüfung wird in den Stufen 1 bis 3 abgelegt. Da drüben seht ihr einen Sportfreund bei der Ausbildungsarbeit mit einem Collie. Es sind die Anfänge der Arbeit im Schutzdienst. Mit der Lunte wird die Beißleistung angebahnt. Die Sportfreunde der Sektion Dienst- und Gebrauchshunde arbeiten nach der Prüfungsordnung für Schutz- und Pferdenhunde. Hier ein Schäferhund in Freifolge. Was ist Freifolge? Psst, pass lieber auf. Die entsprechenden Kommandos müssen einwandfrei befolgt werden. Sehr gut arbeitet dieser Schäferhund bei den einzelnen Übungen. Achtung, gleich seht ihr einen Klettersprung über die Wand. Der Dobermann zeigt ein fehlerloses Apportieren und Vorsitzen. So muss ein Hund auf Heranruf oder Pfiff kommen. Sofort, schnell und freundlich. Die Arbeit mit einem Scheintäter ist ein wichtiges Element der Ausbildung. Der Scheintäter wird gestellt und verbellt. Die Aufgaben des Diensthundes sind noch vielseitiger. Die Diensthunde der bewaffneten Organe lösen Schutz- und Pferdenaufgaben. Darüber hinaus werden sie für spezielle Aufgaben eingesetzt. Beim Schutz unseres sozialistischen Eigentums und der Staatsgrenze ist der Hund ein aktiver Helfer. Aber auch beim Auffinden vermisster oder hilfloser Personen, bei der Suche nach versteckten Gegenständen sowie der Aufklärung krimineller Straftaten leistet der Hund unschätzbare Dienste. Hundeführer unserer bewaffneten Organe richten ihren Hund nach einer speziell abgestimmten Prüfungsordnung ab. In unserer Republik gibt es dafür sogar eine Hundeschule.
Besonders abgerichtet wird auch der Jagdgebrauchshund, damit eine weitgerechte Jagd ausgeübt werden kann und kein krankgeschossenes Stück Wild verloren geht. Die Nachsuche ist eine der wichtigsten Aufgaben des jagdlich geführten Hundes. Viele Jagdgebrauchshunde sind für bestimmte Aufgaben spezialisiert. Das richtet sich nach dem jeweiligen Revier und dessen Wildvorkommen. Deshalb werden diese Hunde für Wald-, Feld- oder Wasserarbeit abgerichtet. Eine ganz andere Aufgabe haben die Blinden für Hunde. Sie geleiten blinde Menschen sicher durch den Straßenverkehr. Blinden wird ein ausgebildeter Blindenführhund, übrigens kostenlos zur Verfügung gestellt. Und ein zusätzliches Futtergeld zahlt die Sozialfürsorge auch. Zughunde, die früher oft von Händlern, Schaustellern oder auch Kleinbauern als Arbeitstiere gehalten wurden, sind aus unserem Straßenbild verschwunden. Gelegentlich sieht man heute noch einen Hund vor einem kleinen Wagen oder Schlitten, auf dem fröhliche Kinder sitzen. Das Ziehen im Geschirr ist jedoch für viele große Hunderassen eine echte Aufgabe. Zu den ältesten Helfern der Menschen gehört der Herdengebrauchshund. Rassen, die sich als Herdengebrauchshunde eignen, gibt es in allen Größen und Haararten. Oh je! Nie hätte ich gedacht, dass es so viele Einsatzmöglichkeiten für Hunde gibt. Ich dachte immer, Hund ist Hund. Nicht jeder Rassehund kann ein Diensthund oder Jagdgebrauchshund sein. Und nicht jeder Besitzer eines Hundes will diesen abrichten lassen. Viele Hunde sind einfach nur Liebhaber oder Begleithunde. Ein Hund zu haben, ist schon lange mein Traum. Den teilst du mit vielen Menschen, besonders mit Kindern. Doch wer sich einen Hund anschafft, sollte einiges berücksichtigen. Da wären einmal die Wohnverhältnisse. Was soll ein Leonberger in einer Neubauwohnung? Ein Hund beansprucht auch eine Menge Zeit. Er muss gepflegt werden, pünktlich sein Futter haben, und täglich mehrere Male ausgeführt werden. Und sowas kann jedem passieren. Aber manche Hundebesitzer sind selbst darauf bedacht, dass alles ordentlich und sauber bleibt. Ein Hund wird auch einmal krank und muss zum Tierarzt. Und wo bleibt der Vierbeiner, wenn die Familie Urlaub macht? Ja. Daran denken die wenigsten. Ich schon. Sonst wären wir längst auf den Hund gekommen. Auch wenn man sich nicht gleich einen Hund anschaffen will, macht es doch Spaß, sich einmal diese oder jene Hunderasse genauer anzusehen. Am Wochenende findet eine Rassehundeausstellung statt. Falls ihr Lust habt. Und ob wir Lust haben. Dann lade ich euch ein. Wir sind schon da. Das zum Beispiel sind Schottenterrier. Und das sind die Möpse.
Naja, über 100 Rassen sind ausgestellt. Und das sind Shih Tzu. Bedlington Terrier. Bassets. Schau, schau. Rauhaardackel. Bernardiner. Briand. Boxer. Rehpinscher. Pudel. Chihuahua. Bullterrier. Zetter. Spitz. Husky. Puh, ich bin schon ganz schön geschafft. Dass es so turbulent zugeht, hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Jede große Ausstellung ist ein sportlicher Höhepunkt, auf den sich alle Beteiligten lange vorbereiten. Auch die Hunde? Aber sicher. Die Tiere werden je nachdem, zu welcher Rasse sie gehören, getrimmt. Gekämmt. Oder geschoren. Um sie dem Zuchtrichter von der besten Seite zu präsentieren. Was hat denn ein Zuchtrichter mit einer Ausstellung zu tun? Rassehundeausstellungen sind Spiegelbild für den Stand der Zucht einer Rasse. Im Ring erfolgt die Standardbeurteilung des Hundes. Dazu gehört seine Gesamterscheinung. Was ist damit gemeint? Das Standbild, die Rutenhaltung, sein Haarkleid und das Gangwerk. Aber auch das Gebiss wird genau geprüft. Aus diesem Grunde müssen alle Hunde leinenführig sein und die Kommandos Steh oder Sitz beherrschen. Bereitwillig muss der Vierbeiner auch sein Gebiss zeigen. Oh, sehen Sie dort! Kind und Hund gehört zu den beliebtesten Rahmenveranstaltungen bei größeren Ausstellungen. Die Hundesportler zeigen ihre Geschicklichkeit beim Vorführen der Vierbeiner. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinsehen soll. Und das sind die Windhunde, die sich am Rennen beteiligen. Vor dem Rennen bekommen die Windhunde ihre Nummern und werden in die Startboxen geführt. Thank you.
Durch das Fell am Seil werden die Hunde eingelockt. Sie laufen dann hinterher. In der gleichen Weise starten verschiedene Windhunderassen. Ich kann mir schon denken, wo wir ihn finden. Und was du dir leistest, ist auch großartig. Einfach zu verschwinden. Ich kann mich doch auch mal allein umsehen. Ja, nur keinen Streit. Das nächste Mal sagst du halt Bescheid, wenn du weggehst, ja? Einverstanden. Ja.